Wir sind in der Wüste gelandet, nachdem wir im letzten Mini-Park bereits Bowser's Castle von der ersten Welt erledigt hatten und sind, wie gesagt, jetzt hier in der Wüste. Ja, das Ding ist, der Part war ein bisschen kurz, der letzte Part, ich weiß. Und deshalb wird der Part, die hoffen, ist heute ein bisschen länger und vielleicht auch ein bisschen spaßiger, wer weiß. Wir finden es heraus. Ja, hier haben wir gesagt, im Wüstenlevel noch ist alles hier relativ trist und leer. Aber im Laufe der Zeit wird es voll. Und wir fangen jetzt an mit 2-1 Picondos Wüstenruine. Und ich will mit euch heute auch mal wieder im gezieltes Thema quatschen. Denn ihr habt schon gemerkt in den letzten Videos, bis auf meine Twinskin nach wie vor abkackt. Es tut mir leid. Ich schaue, dass der Essen nichts Verbesserungen sorgt, aber es dauert leider noch ein bisschen was. Ach scheiße, wie gingen denn die Dinger? Wird leider noch ein bisschen dauern. Aber, ihr merkt es auf jeden Fall. Ich fange mit meinen Videos langsam in Richtung und mit Schnitt an. Und ich will mich da ja noch weiter ein bisschen verbessern. Und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, hierbei will ich euch einfach mal fragen, wie würdet ihr es finden? Ja, wie kannst du denn nirgendwo hoch? Einfach so eine Art, ich sag mal, Vorsau. So von wegen, das ist im letzten Video passiert. Nochmal eine Zusammenfassung, für die alle das letzte Video so nicht geschaut haben. Oder ob es einfach ein Vorspann darauf geben soll, was in dem kurz kommenden Video erzählt. Passiert. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe mal damals mit einem guten Zen dieses Zelda Link's Awakening gesorgt. Da man immer ein bisschen wiederholt, was im letzten Part dann passiert ist. Das ist einmal eine Möglichkeit, wie ich sowas gestalten kann. Möglichkeit, Jesus, Nummer 2, wäre, dass es quasi ein bisschen einen Einblick gibt vom Part, was passieren wird. Damit ihr euch darauf einstellen könnt. Das waren natürlich zwei Möglichkeiten. Was würdet ihr denn davon eigentlich besser finden? Wir müssen erstmal das hören. So, da ist Abgrund. Okay, ich hab's gerallt. So, scheiße, Mann. Hier, als möglichst viele Münzen einsammeln, ohne runterzufallen. Hat bei mir irgendwie noch nie gut geklappt. Okay, wir halten das mal fest, dieses Level als unsympathisch. Weil das ein bisschen unschön Sachen verleitet. Moralisch nicht vertretbaren Sachen verleitet. So, irgendwo gab es hier so einen schönen Stern. Ich weiß allerdings leider nicht mal wo. Das ist ein bisschen kritisch. Okay, nein, das war nur eine Glocke, aber egal, haben wir wenigstens wieder einen im Gepäck. Okay, das Hit ist. Ich weiß halt erst nicht mal, wo überall die Sterne waren. In dem Level. Das ist halt erst kritisch. Ich habe doch jetzt noch keinen. Ja, selbst haben wir irgendwas in einen verpasst. Wir sind eigentlich nie so weit hinten. Also bin ich gerade auch so brain-lag-mäßig verwirrt. Oh Gott. Jesus. Ich hasse. Ich hasse dieses Mal ein Level. Boah, hier war ein Stern irgendwo, das weiß ich. Ich weiß leider nicht mal wo. Ich glaube, der war doch hier. Nee, scheiße, war dann hier. Wetten, der war dann hier. Ja, sicher, war am letzten. Okay, einer, aber es war irgendwo verkackt. Keine Ahnung. Es ist keine Ahnung, wo der hätte sein soll. Im ersten Rätsel, aber okay. So, kein Rätsel, ich bin, wo der letzte sein soll. Das heckt, bis er Mr. Tod, weil er Angst hatte. Immerhin 2 von 3 ist durchwegs. Geht's gar nicht hoch, oder wie? Scheiße. Durchwegs meistens eine gute Kombination. Klar, irgendwann sollte man möglichst viele haben. Aber ich habe es ja eigentlich gefunden. Kein Grund für mich, meiner Meinung nach, gleich das Level neu zu starten. Sondern, wenn ich irgendwann mal auf Sternensuche offline gehe, weil ich in späteren Stellen von dem Video merke, shit, mir fehlen noch ein paar
Sterne, die es eigentlich haben sollte. Dann kann ich dann in den jeweiligen Level nochmal nach Sternen suchen gehen. Derzeit ist es dann nicht zwangsweise nötig. So. Mhm. Das lief doch mal soweit auch ganz gut von der Bilanz her. Bis jetzt geht das voll fit. Aber die Level sind bis jetzt sind auch noch nicht so anspruchsvoll. Es kommt so noch mit der Zeit, aber so ein bisschen die Befürchtung. Vor allem braucht man später halt Sterne, das ist das. Das ist das creepy Ding, man braucht Sterne nachher. Nur um erstmal als Beispiel was zu zeigen. Okay, kann man Amiibos nutzen, gut. Es gibt da so spezielle neue Amiibos. Ich blende euch da jetzt hier mal ein Bild an einer Stelle. Hier, glaube ich, irgendwo. Ich hab die nicht. Überlegt mir irgendwann mal zu holen. Gut, ich brauche bei 15, das sollte kein Problem sein. Was haben wir denn Welt 2-2? Da. Nein. Digga, das ist eine fucking Pyramide. Kommst du drauf, dass es hier Welt 2-2 sein soll? Scheiße, ey. Was ist denn das für ein? Ist das die Welt 2-2? Ich weiß nicht. Ich zahle einfach mal. Och ja, und die war halt hart ätzend. Glaube es. Aber egal, wir schauen uns Welt 2-2 an. Let's go. Sie auf den Pustegipfel. Oh Gott, sind da. Ja. Was? Touchscreen? Stop. Ah, es gibt einen Berührungszeiger. Okay, das ist ein bisschen komisch. Hattest du kurzzeitig Angst, dass wir hier. Es geht halt auch voll gut. Dass wir hier aufs Gamepad angewiesen sind. Aber das wäre halt semi-gut gewesen. Gut, die machen einfach mal einen Abdampf, die Koopas. Wieso auch nicht? Finde ich gut. So, das Level ist voll schön, kann aber auch ein bisschen Nerven anstellen. So, ich weiß halt auch nur noch so ein Teil, wie es funktioniert. Okay, da waren. Oh shit! Da war ein Stern. Das weiß es. No! Ach, Jesus. Ich erinnere mich an dieses Level noch. Da gab es auch früher noch viel schlimmere, die halt erst kritisch sind. Da muss man einmal schauen. Wie gut das funktioniert. Ja. Digga, das Ding ist halt umgehauen. Ich hab halt noch nicht mal auf das Ding drauf. Das ist doch viel zu ungenau. Es klickt da nicht drauf und trotzdem fährt das heißt da aus, wo er nicht ausfahren sollte. Das ist. Ich sollte erst ganz genau auf die Dinger zeigen, die man ausgefahren haben müsste. Sonst werden mehr ausgefahren als die, die müssen. Das Ding ist, wir eigentlich es nur wissen, wie im Henkermann hier eigentlich zu dem scheiß Stern kommt. Okay, so aus jeden Fall nicht. Bin ich jetzt hart lost? Die Dinger, was man irgendwie logisch halt, es ist so klar, dass man irgendwie logisch. Okay, ich nehme alles zurück. Mit wie kommt man da hin? Katze klärt in dem Fall, würde ich mal sagen. Digga, ich wollte das nicht aufmachen. Ich bekomme da jetzt wieder so einen großen Raster, ne? Nein! Digga, ich bin echt so dumm, um diese Dinger im richtigen Rhythmus aufzumachen. Das wird noch witzig nachher im Laufe des Spiels.
Aber das förderte erst so kognitive Fähigkeiten. Ja, wie das Spieler sehr selten ist, immer schlecht. Wie es in aller Munde leider deswegen häufig ist. So. Nur in dem Fall ist die Zeit quasi schon fast weg. Ich nehme es hier gerade auch abgrundtief mies an. Ich weiß ja nicht mal wieso. Siehste? Müssen wir jetzt leider auch nichts, wenn die Zeit fast vorbei ist. Das wird jetzt glaube ich nichts mehr. Was für irgendwo ein scheiß Zeitverlängerungsteil. Aber Jesus, ich will wenigstens bis zum scheiß Checkpoint kommen. In der Zeit. Nehme ich die Safe leider keinen Zeitverlängerungsslot mehr gibt. Ja, sollen wir nochmal weit willkommen. Weil ich weiß nicht, wenn die Zeit abläuft, ob das so komplett zurückgesetzt wird. So deshalb springe ich lieber mal in Tod. Weil es dann nicht komplett zurückgesetzt wird. Und jetzt unzulässigerweise mein Katzen-Item verloren, aber das ist jetzt halt so. Kann ich mit leben. Nicht leben kann, sind mit den kleinen Scheißgumpas, die nicht mit aufs Board kommen. Dankeschön. So. Jetzt will ich einmal hier rüber. Denn ich glaube, hier gibt es was Interessantes. So, und jetzt ist der Crazy Hit halt zu für 2. Aber ich hab ihn erreist! So, das ging auch voll klar. Finde ich gut. Da geht's irgendwo sonst ums Ziel, kann das sein? Okay, ich bin nicht verwirrt, wo soll da der andere Stern sein? Denn manche Sterne, die findet man einfach nicht. Vielleicht ist ja aber noch gar nicht das Ziel, hä? Sah halt übelst nach Ziel aus. Hier ging doch auch irgendwas unten, nein, ne? Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich glaube, das ist genau da, wo es hin will. So, jetzt kein Stress. Jetzt brauchst du nämlich dieses schöne Ding hier. Und jetzt dieses. Und schwuppdiwupp habe ich alle Sterne. Kann man es jetzt gemütlich zum Ziel transportieren lassen. Ich habe genügend Zeit. Und alles als bloß nicht. Oh, shit. Als bloß nicht so schnell hier machen. Dann irgendwie verrecken aus Dummheit oder so. Weil ihr wisst es, ihr kennt mich, alles ist möglich bei mir. Ja, so gut ist. Ist alles aber relativ viel von dem Shit ist möglich. Und Stamps am Master Stein hat es das. Dumme, alles, sage mir so. So. So, hier wird ja immer mehr lustiger, schöner Spaß hier frei. Das ist doch mal schön. Ich habe noch ein kleines Held. Na komm, das haben wir jetzt nochmal rein. Ich glaube, das ist ja kein Level in dem Sinne. Das ist einfach nur ein Stempel. Auch gut. Nehmen wir ein Feen-Stempel. Ja, Mann. Hat die Welt auch gebraucht. Der Soundtrack so sehr. Ist halt so friedlich, ne? Wenn da nicht gerade die Kacke am Dampfen ist, ist es Blochs. Es Friedlis. So, hier haben wir ein schönes Röhrchen. Wohin diese Röhre wohl führen wird?
und was das für ein schönes Hutton-Level ist. Fragen über Fragen über Fragen, die wir im nächsten Part von Super Mario 3D World beantworten werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao!